Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kongressteilnehmer, sehr geehrte Podiumsgäste. Wir, die Schülerinnen der Fachgruppe Chemie des Schülerprogramms, haben uns die letzten Tage mit der Fragestellung um ein großes oder sogar das Konsumgut unserer Zeit beschäftigt, nämlich dem Plastik. Und bevor wir hier einfach Plastik schlecht reden und nach Alternativen wie zum Beispiel Stärke fragen, wollen wir darauf hinweisen, dass es kein vergleichbares Material wie Plastik gibt, was so vielseitig einsetzbar ist, was so gut, könnte man schon sagen, wie Plastik ist. Und leider holen wir uns aber mit dem Plastik halt auch eine Menge Probleme ins Haus. Und dazu jetzt erstmal mehr. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch irgendwie Plastik dabei hat. Ob es jetzt irgendwie eine Plastikflasche ist oder eine Armbanduhr oder all unsere Namensschilder. Insgesamt ist es so, dass wir 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produzieren, wovon nur 1% des Plastiks biologisch basiert oder abbaubar ist. Von dem daraus entstehenden Plastikmüll wird leider nur 18% recycelt, was schon sehr wenig ist. Und die restlichen 82% landen dann zum Beispiel im Meer. Ich glaube, Sie haben jeder schon vom Great Pacific Garbage Patch gehört, der größer als Deutschland ist und wo Unmengen an Plastikmüll einfach sind. Auch gestern wurde schon angesprochen, dass die ganzen Mikroplastikteilchen im Meer die Lebensräume von den verschiedenen Meerestieren verschmutzen und da natürlich auch noch die Artenvielfalt bedrohen und generell die Umwelt zerstören. Ja, jetzt nochmal zu den von mir angekündigten Vorteilen. Also Plastik ist so ein unglaublich guter Stoff, dass und vielseitig vor allen Dingen, dass wir jetzt gar nicht die Zeit haben, alle Vorteile aufzuzählen. Deshalb nur mal exemplarisch ein paar. Es ist unglaublich vielseitig verwendbar, es ist extrem lange haltbar und vor allen Dingen ist es sehr kostengünstig, was natürlich für die Produktion sehr attraktiv ist. Ja, die großen Nachteile des Plastiks, die ja auch schon mal angesprochen wurden, sind vor allen Dingen die Umweltverschmutzung. Viele Tiere und Pflanzen leiden darunter. Um Plastik herzustellen, verwenden wir hauptsächlich fossile Materialien wie Erdöl. Ebenfalls ist mit der Produktion ein hoher Energieaufwand verbunden. Und in unserer aktuellen Zeit wird nicht nur das Öl, sondern eben das Öl knapp und die Energie wird für anderes benötigt. Wir müssen auch das Recycling ökonomisch lukrativ machen, dadurch, dass es das eben aktuell nicht ist, wie man vorher schon sehen konnte, dass gerade mal 18% recycelt werden. Daher stellen wir der Chemie oder allgemein der Wissenschaft die Frage, muss die Chemie Plastik neu erfinden, um die Vorteile zu erhalten, sowie die bekannten Nachteile zu eliminieren? Und kann die Wissenschaft bereits vorhandenen Plastikmüll beseitigen und dies ökonomisch attraktiv gestalten? Ich habe das Gefühl, das geht an den Lehrstuhlinhaber für Polymerchemie. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal an die Studenten. Ich denke, Sie stellen die richtigen Fragen. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung in den Wissenschaften. Die Zahlen, die Sie präsentiert haben, stimmen leider, oder Gott sei Dank, aus Sicht der produzierenden Industrie. Die Erfolgsstory von Kunststoffen ganz allgemein ist, denke ich, nahezu, ja, neudeutsch unrivaled. Es gibt ganz wenige andere Materialien, die derartige Zuwachsraten haben. Das liegt natürlich in der, wie Sie auch richtig festgestellt haben, in dem einzigartigen Eigenschaftsprofil unterschiedlicher Kunststoffe. Ich muss ein bisschen korrigieren vielleicht. Sie sagten, die Herstellung ist energieintensiv. Das ist etwas zu hinterfragen. Es ist natürlich so, dass bei der Herstellung wie bei allen Produktionsprozessen Energie verbraucht wird, das ist klar. Aber so hoch ist jetzt der Energieeinsatz bei Kunststoffen nicht. Das spiegelt sich nämlich auch im Preis wieder. Der Preis ist ja heutzutage im Prinzip die 1:1 Antwort auf die Frage, wie energieintensiv ist es.
Und wenn Sie eine Tonne Polyethylen für 60 Cent, für 600 Euro kriegen, also 60 Cent das Kilogramm Verkaufspreis, dann kann da nicht wahnsinnig viel Energie drinstecken. Also da gibt es deutlich energieintensivere Materialien, wurden gestern übrigens in der Podiumdiskussion richtig genannt, Zement, Beton, Stahl. Vielleicht noch einen Vorteil von Kunststoffen, bevor wir dann auf die Frage eingehen. Es gibt keine andere Materialklasse, die mit derartig oder vergleichbar niedrigem Energieeinsatz umgeformt, neu geformt und rezykliert werden kann. Ja? Das passiert alles unter 300, 350 Grad bei Polyamiden. Da können Sie Stahl nicht umformen oder prozessieren. Zur Frage, muss die Chemie das Plastik neu erfinden? Ein glasklares Jein. Und kann es den existierenden Plastikmüll quasi verschwinden lassen? Da würde ich eher zu einem noch glasklareren Nein tendieren. Wir haben folgendes Problem im Recycling. Das eine ist ein menschliches Problem. Plastik als solches ist ja nicht schlecht. Die Frage ist, warum kommt so viel Plastik in die Meere und warum wird es nicht gesammelt? Wir haben in Deutschland und in Europa, aber speziell in Deutschland oder in Österreich auch, enorme Rücklaufraten, enorme Recyclingraten. Ja? Gleichwohl, wenn Sie auf der B10 nach Stuttgart fahren und einfach den Mittelstreifen sich angucken, dann sind Sie wahrscheinlich von Weinkrämpfen geschüttelt, denn dort liegt der ganze Müll des Vorabends. Das heißt, solange es Mitbewohner dieses Planeten gibt, die es nicht der Mühe wert finden, Dinge adäquat zu entsorgen, sondern einfach mal kurz das Seitenfenster öffnen, haben Sie natürlich ein Littering-Problem, neudeutsch. Das geht mir in den USA etwas strenger an. Bei uns scheint das ein Kavaliersdelikt zu sein. Wenn Sie in den USA bei Littering erwischt werden, sind Sie um $500 los. Wenn Sie in anderen Ländern einen Kaugummi ausspucken aufs Trottoir, kriegen Sie eine Gefängnisstrafe. Das heißt, es ist ein Verhaltensproblem, das einmal gelöst werden muss. Das zweite ist, wie kriege ich das Zeug, das im Meer rumschwimmt, wieder raus? Die naheliegende Lösung ist, man wird es wieder einsammeln müssen. Und drittens, was mache ich mit dem nicht getrennten Plastikmüll? Und da haben wir ein Problem. Es gibt unglaublich viele Kunststoffe und Kunststoffe mischen sich nicht miteinander. Das heißt, Sie können selbst Polyethylen und Polypropylen nicht mischen. Das ist ein thermodynamisches Problem, ein enthalpisches Problem im Übrigen. Das heißt, Sie brauchen das Zeug sortenrein. Sortenrein bei Kunststoffen heißt, ich hoffe, wie viel Zeit habe ich eigentlich hier? So 2 Stunden? Oder? Ja, also genau. Das heißt, sortenrein brauchen Sie es und das ist bei Kunststoffen besonders schwierig, weil sie in der Regel nicht nativ vorliegen, sondern gefüllt, das heißt additiviert. Das heißt, da sind Antioxidantien drinnen, da sind Gleitmittel drinnen, da sind Biozide drinnen, da sind flammhemmende Stoffe drinnen etc. pp. Und jede Firma verwendet andere. Wenn Sie das beginnen zusammenzuwerfen, auch wenn Sie PP haben oder isotaktisches PP, haben Sie immer noch einen riesen Mix. Und das, was rauskommt, ist schlechter als das davor. Deswegen ist das ein Recycling-Problem. So, dass Sie müssen trennen und es lohnt sich nur, wenn Sie große Volumina gleicher Polymere haben. Zum Beispiel Stoßstangen von Autos. Das ist immer das gleiche Polypropylen, kann man perfekt rezyklieren. Der Hausmüll ist ökologischer und ökonomischer Wahnsinn, was hier gemacht wird. Zur Frage, müssen wir das neu erfinden? Ich darf hier auf Arbeiten verweisen, Kollegen Stefan Mecking von der Uni Konstanz, das ist ein wirklich beeindruckendes Nature Paper. Die gehen her und bauen praktisch in Polymere abbaubare Stellen ein, in Form von Carbonaten oder Estern, in einer Weise, dass das Kristallisationsverhalten des Kunststoffs kaum beeinträchtigt wird und erhalten damit polyesterbasierte Polyolefine mit Eigenschaften wie Polyethylen. Und das ist stabil genug für die normalen Anwendungen. Wir sind dabei, das in Denkendorf am Faserinstitut auch in Faserform auszuspinnen, geht wunderbar. Aber es kann dann chemisch rezykliert werden, was bei regulärem Polyethylen sehr schwierig ist. Antwort ist, wir sind also dran, aber wir brauchen natürlich junge, inspirierte, motivierte Leute, die uns dabei helfen. So
jetzt bin ich fertig. Und Katharina. Ich scharre schon mit den Hufen, weil ein Prozess in der Wissenschaft, der jetzt hier zum Tragen kommt, ist, die widersprechen sich auch untereinander. So, also das erste ist mit dem Plastik, wenn man meine Meinung hört, alles Plastik, was erstmal überhaupt nicht verwendet wird, ist schon mal gut. Sprich, warum muss die GDNA ihr Buch in Plastik einwickeln? Die Leopoldina hat das inzwischen mit Papier geschafft. Die musste aber auch darauf hingewiesen werden. Zweites, alles Plastik, was im Umlauf ist, gehört, das hat der Kollege richtig gesagt, nicht in den Umlauf ins Meer, sondern in den richtigen Müll. Aber jetzt komme ich zum dritten Punkt, nämlich dem zweiten Teil Ihrer Frage. Kann man damit was Gescheites anfangen, auch wenn das nicht sortiert ist? Und ich bin also in dem Bereich mit Kollegen unterwegs, wo man sich um moderne Verfahren mit plasmaaktivierter Gasification, heißt das so schön, auf Deutsch ist das kein gutes Wort, Vergasung ist bei uns anders besetzt. Also wo man versucht, mit unterstützenden Verfahren doch solchen Müll umzusetzen. Da erscheinen jetzt aus dieser Community gerade auch Nature Paper. Und da wollte ich nur mal darauf hinweisen. Und kann man irgendwie das Recycling an sich kostengünstiger gestalten? Also ich kenne die Verfahren jetzt nicht so wirklich, aber wie vielleicht? Also da gibt es jetzt Prozessentwicklungen, die sind nicht marktreif. Ein Beispiel, Kollege am Politecnico di Milano, zusammen mit anderen Leuten, also das ist eine große technische Hochschule in Italien, Land des Espresso, Land der Pellets, die dann teilweise auch aus diesem Plastik da irgendwo Kaffee drin haben, machen jetzt gerade so ein Verfahren, wo man die Dinger nicht mehr trennt, den Kaffee nicht mehr rausholt und wo man aus diesem Müll sozusagen gemeinsam dieses verhüttet mit einem solchen aktivierten Verfahren und wo man da draus wieder Plastikkapseln macht. Aber das ist noch nicht marktreif. Okay, die Frage, die sich da jetzt aber auch stellt, ist, wenn wir besseres Recycling hinbekommen, wie kriegen wir denn das ganze Plastik, was wir bis jetzt schon ins Meer geworfen haben, aus dem Meer wieder raus? Und vielleicht auch das Mikroplastik? Sehen mich ratlos. Also es gibt ja diese unterstützenswerten Initiativen, wo das also wirklich ganz klassisch eingesammelt wird, ja, mit Schiffen. Also verschwinden wird es nicht so schnell. Ja? Also Polyethylen, Polypropylen, auch Polystyrol und de facto auch PVC sind, wenn Sie so wollen, ein Stück weit auch so designt worden, dass es lange hält. Da kann man dann nicht auf Zuruf sagen und jetzt weg. Ne? Das ist das Problem. Also Sie werden es einsammeln müssen, von zumindest das, was Sie noch einsammeln können. Die Dinge, die dann absinken, die sind dann weg. Also da wird es dann schwierig. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem Recycling, weil es, glaube ich, eine wichtige Diskussion ist. Es gibt natürlich, das ist jetzt die Hommage an die Kollegen der Verfahrenstechnik, an den Ingenieurwesen, es gibt natürlich unzählige Verfahren des Kunststoffrecyclings, Floating, whatsoever. Und das ist auch technisch ausgereift und das ist auch technisch beherrschbar. Die Frage ist nur, ob es sinnvoll ist. Denn sobald ich in einen Prozess annähernd die Energiemenge reinstecke, die das Material, das ich bearbeite und wieder rezykliere, intrinsisch in sich hat, ist das Ganze ad absurdum geführt. Ich rechne immer meinen Studenten in der Vorlesung vor, wenn sie in Joghurtbecher, halber Liter Joghurtbecher, wenn sie das Joghurt gegessen haben, und weil sie ein reinlicher Mensch sind, diesen Joghurtbecher zweimal mit warmem Wasser ausspülen, damit es nicht riecht, was umsichtig ist im Sommer, wenn sie ihn unter die Spüle in die gelbe Tonne geben, sonst haben sie hier einen Insektenbefall. Dann haben Sie bereits 50% des Energieinhaltes dieses Joghurtbechers verjuckt durch das warme Wasser. So, dann muss der aber noch abgeholt werden, der muss gesammelt werden, der muss geschreddert werden, der muss aufbereitet werden, dann muss der Druck runter vom Joghurtbecher. Also man ist da relativ schnell an diesem Break-Even-Point, wo sich das Ganze zwar technisch realisieren lässt, auch gut verkaufen lässt politisch, aber energietechnisch, ökonomisch, auch ökologisch, ein Wahnsinn ist. Und der Grund, warum viele dieser Recyclingunternehmen laufen, ist, weil sie einfach steuerlich extrem begünstigt sind, beziehungsweise finanziell extrem gestützt werden. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, denn das ist bestimmt extrem schwierig, weil wir wollen ja nach den Sternen greifen, gibt es eine Möglichkeit, Mikroplastik wieder aus dem Meer rauszukriegen, mit irgendwelchen Filteranlagen, irgendwelche Filter entwickeln, irgendwelche
Enzyme entwickeln? Enzyme ist das Stichwort. Es gibt einen Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Uni Bayreuth, die sich genau mit der Fragestellung beschäftigt, die übrigens nächste Woche ihre Verlängerungsbegehung haben. Liegen die Nerven schon blank? Ich darf begutachten. Es gibt durchaus biologische, schrägstrich enzymatische Verfahren, um einzelne Kunststoffe dann abbauen zu können. Beziehungsweise es gibt Bestrebungen und Unternehmungen dahingehend, so ein Enzyme Engineering Neudeutsch zu machen, die das dann auch können. Das wird bei Polyestern zum Beispiel bereits erfolgreich angewandt, im Labor zumindest. Ich fürchte, das wird bei Polyethylen ein Tick schwieriger werden. Ich wollte noch eine kurze Anmerkung zum Recycling machen. Also die Frage ist, was macht man letztendlich dann damit? Wenn wir jetzt eine Quelle haben, die also im Prinzip C enthält und hat sozusagen einen C-Vorrat und brauchen dann zum Beispiel in der nächsten Zukunft irgendwelche Sustainable Aviation Fuels, dann kann man die C-Quelle möglicherweise mitbenutzen. Das ist dann möglicherweise energieeffizienter als zum Beispiel Direct Air Capture, wo man also den CO2 aus dem Gas aus der Luft holen muss. Also das heißt, auch diese Bewertungen, es gibt ja diese Lifecycle Assessments und so weiter, auf die ich auch gerne hinweise, die ändern sich mit unserer Situation. Und das heißt, da muss man diesen Zeitfaktor vielleicht auch bei dieser Entwicklung mit berücksichtigen. Gegen was konkurriere ich denn übermorgen? Also jetzt nochmal, um auf vorhin Gesagtes zurückzukommen. Sie meinten ja, dass es vor allen Dingen an der Gesellschaft liegt, beziehungsweise dass die Gesellschaft sehr viel Müll eben in die Umwelt bringt. Und denken Sie, eine Frage an Sie alle drei, denken Sie, dass die Wissenschaft es schafft, effiziente Verfahren zu entwickeln, um das Plastik eben besser zu recyceln, effizienter zu recyceln, oder dass die Gesellschaft sich zuerst wandeln wird, eben keine Wegwerfgesellschaft mehr zu sein? Ich denke, beides wird nötig sein. Ja, man kann das eine also tun, ohne das andere zu lassen. Sie selber sind gute Botschafter dafür, dass man an der Gesellschaft in ihren Umkreisen was tut. Und da sind auch die Sonnencremes und also alle möglichen Shampoos und was weiß ich nicht. Mikroplastik ist eben nicht nur in der Plastiktüte. Da sind die Dinger schon als Mikro drin. Also man muss sich informieren, seine Umwelt informieren. Und wenn ich zum Beispiel in der Drogerie bin, dann kriege ich als ältere Dame gesagt, wir haben hier noch ein Pröbchen für Sie mit Antifaltencreme. Und da sage ich dann nein. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ein prima Schlusswort. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer Chemiefrage. Herzlichen Dank.